So, jetzt sitze ich hier wie Helmut Schmidt und mache Sie zum Kanzlerkandidaten. Ja. So, jetzt passen Sie auf, jetzt gibt es erst Bowle. So, wir haben uns ja vor der Sendung gar nicht gesehen. Sie sind recht knapp gekommen, gell? Ja. Ja. Von wo? Von Berlin? Von Berlin. Ja, sehr schön. Schau mir nach. Jürgen Trittin, herzlich willkommen. Schön, dass willkommen. Sie da sind. Ja, Herr Trittin, Sie sind ja ein sehr bekanntes Gesicht. Alles Öko, ja. Und Dosenpfand im Voraus bezahlt, ne? Schmeckt so ein bisschen wie Red Bull mit Essig. Ja. Das habe ich noch gar nicht probiert. Mixen Sie sich sowas zusammen, ja? Nee, aber so stelle ich mir das vor. Red Bull, ja, nein. Ist halt die Asche macht es halt interessant. Ne? Sie sind ein sehr bekanntes Gesicht, Herr Trittin. Worauf, wenn man Sie auf der Straße so anquatscht, worauf werden Sie zurzeit am häufigsten so angesprochen? Naja, es gibt immer noch Leute, die mich dazu befragen, wie ist denn das? Lohnt es sich, eine Solaranlage zu kaufen oder so etwas? Echt? Das kriegt man öfter zu hören, ja. Und jetzt von wegen? Es gibt eine ältere Menschen, die sagen, ich finde das ganz toll, dass ich immer diese Dosen für Dosen jetzt Geld kriege. Das gibt's auch. Der Dosenpfand, das wird Ihnen ewig nachhängen, ja, ja. Oder? Das kriegen Sie nicht mehr weg. Oh, ist doch nicht schlimm. Ja. Aber jetzt hätte ich gedacht, dass Sie eher auf Rettungsschirme und sowas, Sie unterstützen ja die Regierung wirklich in rührender Weise, haben trotzdem gesagt, Sie haben gesagt, wir bereiten uns darauf vor, die Regierung in schwieriger Situation zu übernehmen. Und da frage ich mich schon, wer will erstens in dieser Situation freiwillig eine Regierung übernehmen und zweitens, sind Sie Masochisten oder vielleicht doch auch wichtig du? Das können Sie sich aussuchen, aber will man nur ein Beispiel geben. Ja, vor. Aber... Jetzt greift er zum Rettungsschirm. Meiner, ja? Ja, ja. Aber ja. Sehen Sie, wenn Sie... Sie müssen ja gar nicht regieren, Sie regieren ja de facto mit. Wir haben ja fast keine Opposition mehr. Es ist für Sie schon hart, dass Sie dauernd der Merkel recht geben müssen, oder? Nee, ist ja umgekehrt. Wir fordern was und manchmal nach 20 Jahren, wie beim Atomausstieg, manchmal nach 20 Monaten, wie jetzt beim Rettungsschirm, macht die Regierung, was wir von ihr verlangen. Das ist schwer für eine Opposition, da gebe ich Ihnen recht. Ja. Da gab es ja die berühmte Debatte, Atomausstieg und dann, Sie sind ja ein alter Fuchs, ein alter Taktiker und Stratege. Und die Merkel ja auch. Ne? Sie machen ja beide nichts zufällig. Ich glaube, dass Sie beide total gut zusammenpassen täten. Also politisch, menschlich weiß ich nicht. Ja? Und da gab es die berühmte Szene, können wir die mal sehen, im Deutschen Bundestag während der Debatte, wo sie zur Seite nimmt und sie setzen sich öffentlich, Herr Trittin. Und dann sprechen Sie, da schauen Sie noch ein wenig verschämt. So. Und worüber, ganz ehrlich, das war in der Atomausstiegsdebatte, worüber haben Sie da gesprochen? Was hat sie da zu Ihnen gesagt? Ehrliche Antwort. Wir haben über... Erstens, ich habe darum das Gespräch gebeten. Zweitens, es ging um eine Frage, die die Gesetzgebung tatsächlich, um die es ging, nämlich im Atomausstieg da beschäftigt hat. Es ging um Details einer Regelung und da redet man halt direkt miteinander. Aber da hat man schon was ausgekattelt. Da wussten Sie schon, die Grünen sind dabei, oder? Nein, wir haben unsere Vorstellung gehabt und wenn Sie heute das Gesetz ansehen, das entspricht ziemlich genau dem, was ich 2001 in den Deutschen Bundestag eingebracht habe. Also die geistige Leistung von Frau Merkel ist, was Atomausstieg angeht, ungefähr so groß wie die geistige Anstrengung, die Herr zu Guttenberg bei seiner Doktorarbeit aufgemacht hat. Oh, aber sehr. Begreifen Sie noch, was Sie da beschließen? Also der Hebel? Ich mühe mich, ja. Können Sie mir kompakt, wir haben noch 9 Minuten und 27 Sekunden, kompakt, dass wir auch noch andere Sachen besprechen können, den Hebel erklären? Ja, Sie sagen jemandem, wenn du mir 100% gibst, kriegst du von mir 20% und ich garantiere dir, die ersten 20% käme es zu Verlusten zu ersetzen. Wenn es mehr kommt, ist das dein Risiko. Und es gibt Investoren, die tun das. Wer glauben Sie, wer ist so, also klingt irgendwie nach keinem guten Geschäft. Nein, das ist ein durchaus übliches Verfahren, das gibt es häufiger. Man könnte auch so sagen, weil man inzwischen an eine Grenze gekommen ist, wenn man alle Staatsanleihen von Spanien und Italien vom Markt nehmen will, darum geht es ja. Sie haben ja eben den Berlusconi vorgeführt. Ja. Dann braucht man ungefähr 1 Billion Euro. Ja. Und die hat niemand. Die haben die Deutschen nicht, die haben die Franzosen nicht. Und deswegen nehmen sie private Investoren mit in das Risiko rein. Und die sagen sich, das ist für die auch so eine Art Wette, wenn es gut geht,
es ist okay, wenn es schlecht geht, haben wir ein Problem. Und das veranschlagen die ungefähr mit einem Risiko von 20%. Also ich finde es besser, der Staatsfonds von China oder Norwegen hängt mit im Risiko, als wenn wir mit 27% die gesamte Billion, das können Sie ja ausrechnen, was das wäre, als Deutsche zu schultern hätten. Aber eins haben wir ja gelernt in den letzten Jahren, egal wer am Ende dann drauf geht, angearscht, sind ja doch immer irgendwie die Falschen. Ne? Das ist gerade das, was dazu führt, dass wir in Griechenland diese schwierige Situation haben, dass die Leute sagen, warum müssen eigentlich wir, die wir uns nicht wehren können, also die Rentner beispielsweise oder die Staatsangestellten, warum müssen wir das auslöffeln, was uns ein Staat eingebrockt hat, der zu doof war, und die Ärzte beispielsweise zu besteuern? Finden Sie, Sie sind da sehr für demokratische Beteiligung der Menschen. Da müssten Sie doch sehr begrüßen heute die Nachricht des Referendums, dass der Papandreou sein Volk erstmal befragen will. Man kann sich ausrechnen, wie es ausgeht, und dann steht er wieder bei Null. Da sind Sie doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Haben Sie da ein Problem? Nein, der Papandreou ist einen sehr mutigen Schritt gegangen mit einem hohen Risiko. Wenn das schief geht, steht Griechenland tatsächlich vom Staatsbankrott. Jetzt reden wir um eine, sagen wir mal, geordnete Insolvenz. Ja, aber dass er jetzt abstimmen will, das ist ja Demokratie. Begrüßen Sie das? Das ist ein mutiger Schritt und wahrscheinlich nach der jetzigen Vorgeschichte der einzige Weg für Griechenland und die griechische Regierung, da rauszukommen. Für Europa ist es ein Problem. Um einen Bürgerkrieg zu verhindern vielleicht, ne? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich schon. Wenn Sie, ja, die haben eine andere Demonstrationskultur. Das muss man schon sehen. Aber die haben sehr lange zugewartet. Europa hat sehr lange sich schwer damit getan, der Realität ins Auge zu gucken, dass Griechenland ohne einen Schuldenschnitt, das heißt ohne Streichung von Schulden, nicht wieder auf die Beine kommt. Und weil man so lange gewartet hat, sind die Griechen jetzt richtig stinke ungeduldig. Und zwar die einfachen Griechen, die wirklich nicht in diese Krise konnten können. Die Banken in der Zeit schön ihre ganzen Staatsanleihen abstoßen. Jetzt sind sie alle in öffentlicher Hand. Das gilt für die deutschen Banken, für die Deutsche Bank, die hat noch 1,5. Der Rest liegt in verstaatlichten Banken in Deutschland. Aber das war vorher schon so. Das gilt nicht für die französischen Banken. Die sind im großen Teil noch da in privatem Besitz. Aber bei den Deutschen hat es funktioniert. Beim Thema Bei der Deutschen Bank. Sonst gibt es ja nur noch Staatsbanken. Beim Thema Bank würde mich meins interessieren. Sind Sie erleichtert, dass alle auf den Banken rumprügeln und kaum noch einer, zum Beispiel auch von Ihnen, spricht von Rot-Grün, wie Sie damals alles schön dereguliert haben? Und Hedgefonds-Schwärmereien, die Grünen waren bei allem dabei, haben nicht widersprochen. Ja, wir haben in Deutschland Regeln eingeführt für Hedgefonds, weil wir gesagt haben, das geht nicht so, wie das in London passiert, völlig unreguliert. Also wir haben nicht dereguliert, wir haben reguliert, mit dem schönen Erfolg, dass wir, glaube ich, 2 oder 3 Hedgefonds in Deutschland haben. Der Rest ist weiterhin in London. Aber erstmal haben sie ja aufgemacht. Die Hedgefonds hat es schon vorher gegeben, auch mit Anlagemöglichkeiten hier. Wir haben versucht, das besser zu machen, aber es zeigt sich, es geht nicht, wenn man es alleine macht. Also man muss ganz Europa. Sie behaupten tatsächlich, Sie haben reguliert und nicht dereguliert. Nein, bei den Hedgefonds, Ihr Beispiel, haben wir reguliert und nicht dereguliert. Aber es war ja das Ziel, genau diese Finanzgeschäfte nach Deutschland zu holen und den Finanzstandort attraktiver zu machen. Das hat nicht stattgefunden, wie man sehen kann. Also Sie haben da überhaupt kein schlechtes Gewissen? Doch, ich habe nur gesagt, wieso, wenn Sie alles richtig gemacht haben? Nein, wir haben zum Beispiel Veräußerungsgewinne steuerfrei gestellt. Das war eine völlige Idiotie. Ja. Und das hat man so gemacht als Kompromiss oder warum? Oder haben Sie damals dran geglaubt? Nein, also diejenigen, die das sehr stark mitbetrieben haben, übrigens von Grünen wie von Roten, haben immer erklärt, es ginge darum zu unterscheiden zwischen Gewinnen, die man entnimmt, die sollen ordentlich versteuert werden, also was sie verjuxen, das soll versteuert werden. Aber das, was ein Unternehmen investiert, warum soll man das eigentlich versteuern? Das dient ja dazu, das so weiterzumachen. Das funktioniert, wenn man sich so die Welt vorstellt wie ein Handwerksbetrieb. Da ist das eine anwendbare Logik in einer Situation, die weitgehend von der Finanzindustrie quasi dominiert wird, hat das nur dazu geführt, dass Leute sich einen schlanken Fuß gemacht haben. Sie können gar nicht mehr unterscheiden, was entnommene und was investierte Gewinne sind. Deswegen war das eine Idiotie und das war ein Fehler. Ja. Und eigentliche Fehler, ne? Auch zum Beispiel Spitzensteuersätze senken. Jeder Mensch macht Fehler in solchen Auseinandersetzungen. Wie erklären Sie sich das, dass all diese Fehler, die da ja offensichtlich auch begangen worden sind, dass das alles an der SPD hängen geblieben ist und an den Grünen gar nicht? Sie machen Höhenflüge, träumen vom Juniorpartner Sigma, da er sich meiner Sendung verweigert, würde ich es ihm auch wünschen, dass er Ihr Juniorpartner wird, weil er verweigert ja meine Sendung und kommt nicht. Warum? Und
Ja, ich weiß nicht, aber ich habe beschlossen, ich hack's so lange auf ihn rum. Sie sind da ein freundlicher Franke? Das, ja. Ja, der macht mich nicht. Ne? Jetzt haben die Grünen selber ja Konkurrenz bekommen von den Piraten, gell? Die rufen euch zu, ihr seid alt. Ja, schön. Tut schon ein wenig weh, oder? Nö. Nö? Nö. Teil der Piraten ist ja älter als wir, manche sehen sogar älter aus. Ja, aber die sind schon, die Piraten, also juckt sie gar nicht, ne? Die haben in Berlin ein ordentliches Ergebnis erzielt, das muss man respektieren. Ja. Und ich finde, man muss sie haben normal... Haben sich bei den Grünen geholt, vor allem, ne? 17.000 Stimmen. Sie haben bei Grünen geholt, Sie haben bei der Linkspartei geholt. Vor allem bei den Grünen. Jetzt reden Sie doch nicht dauernd wie so ein Politiker. Nee, ja. Es ist so. Es ist immer. Immer schön. Ja, immer ist alles schön. Nee, ich habe nicht gesagt, es ist schön. Jede Stimme, die von uns weggeht, ist zu viel. Ja. Ja, das waren eben sagen nicht Sie doch mal, das ist scheiße gelaufen. Nö, was soll ich sagen, das ist scheiße gelaufen, wenn wir bei einer Wahl 40% dazu gewinnen. Ja, aber Sie haben ja Ihr Hauptwahlziel erreicht und die SPD hat es jetzt hängen lassen. Ja? Die spinnen auch ein wenig, oder? Das läuft doch alles. Diese Mindestlohneinführung, die Merkel bereitet doch im Grunde die Große Koalition vor, oder? Merkel will die Große Koalition, ja, ne? Die FDP ist abgeschrieben und die SPD stellt sich mit... Ja. Hätte fast gesagt, Städtler und Waldorf, also mit Herrn Steinbrück entsprechend auf. Steinbrück und Helmut. Loki und Smoky. Loki und Smoky. Ja, da schaut es für Sie gar nicht mehr so gut aus, weil Schwarz-Grün möchten Sie ja nicht. Der Cem will es schon und einige Landesverbände, Sie möchten es gar nicht. Sie kugeln zwar mit der Merkel da im Bundestag rum, aber... Merkel ist ja nicht Seehofer. Aber, ach so, könnten Sie mit... Ja, das ist wichtig. Ja, ja. Wer im Bund von Schwarz-Grün redet, der redet ja davon, dass Claudia Roth und Herr Dobrindt in einer Regierung gemeinsam sitzen. Können Sie sich das vorstellen? Ich möchte es beiden nicht zumuten. Ich würde es beiden gönnen. Ja, ja, also. Gemein. Claudia hat gesagt, sie sei ein netter Mensch. Ja, die Roth habe ich auch schon mal in der Sendung gehabt. Da hat sie einen Dirndl angezogen und wollte sich da mit mir so fraternisieren. Ja, ja, aber zwischen Schwaben und Franken funktioniert das nicht. Ach, das ist nichts Landsmannschaftliches. Ja, Herr Trittin, also Schwarz-Gelb können wir ausschließen? Schwarz-Gelb? Solange die regieren, Sie was die zu hören sagen auf. Haben. Die werden abgewählt. Schwarz-Gelb, Sie möchten es nicht. Müssen wir mit dem Cem noch klären. Ne? Der Cem Özt, den wir möchten. Nee, nochmal, ich glaube, also Sie haben jetzt zweimal hintereinander Schwarz-Gelb gesagt. Ja. Und Gelb, das sind die Röslers. Schwarz-Grün. Der Brüder und so. Also die werden abgewählt. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Nee, ist ja es ist kein Fehler. Ich bin ja nur nett. Ja. Ja, Rückenwind haben sie auch vom Papst, die Grünen. Ne? Umweltbewegung gelobt worden. Eine Frage habe ich noch. Sie haben ja einen Herzinfarkt gehabt. Ja. Kommt da nicht mal der Punkt, wo man sagt, warum tue ich mir das an? Sie könnten doch jetzt auch irgendwo da bei Ihrem Schwiegervater, dem alten Dorfbauern, sitzen und auf der Bank sitzen und irgendwie schauen, wie der Beckstein, haben Sie gesehen, wie er das genossen hat? Mhm. Beneiden Sie ihn nicht auch? Da muss jeder für sich selber wissen. Mir macht das Spaß, was ich mache. Aber Sie opfern wirklich Ihr Leben, Ihre Gesundheit für den Mist? Nein, ich mach das, was ich mache, gerne. Ja. Und die Ärzte haben mir gesagt, machen Sie das, was Sie gerne machen. Das ist das Beste, was Sie tun können. Ist Ihr Bruder noch als Investmentbanker tätig? Mein Bruder ist nach wie vor Banker, ja. Wo? Hat auch so einen Manschettenknopf, steht drauf, trust me, I'm a banker. Der war ja. Hat meine Mutter ihm geschenkt. Ihre Mutter wird auch verwirrt sein, zwei so unterschiedliche. Nein, Sie merken, das ist eine witzige Frau. Ja, ja. Der ist ein aktiver Investmentbanker. Was rät er Ihnen so investmenttechnisch? Der rät mir gar nichts, weil er sagt immer, ich verdiene zu wenig. Aha. Na, ich weine ja nicht darüber. Ich finde ja, ich bin zufrieden. Wenn Sie nichts verdienen, Herr Trittin. Deswegen habe ich Sparbücher und sowas. Ich habe, wenn es Ihnen nicht gut geht, ich habe auch noch ein Geschenk für Sie. Jetzt hat jeder was geschenkt bekommen. Das kriegt das Buch vom Beckstein. Das Beckstein-Buch. Herr Trittin. Dankeschön, dass Sie da waren. Von Günther Beckstein, die Signatur. Genau. Können Sie was lernen? Jürgen Trittin. Ja. Und das war es. Das war